Moin Leute, Moizi hier. Seit gestern Abend um 19 Uhr ist Season 21 endlich da und deswegen gibt es heute natürlich direkt einmal ein Video von mir dazu, in dem ich mal etwas über die Änderungen spreche und euch anschließend natürlich auch noch ein wenig Gameplay gebe. Außerdem mache ich heute auch mal wieder eine Verlosung. Bevor wir aber direkt damit starten, möchte ich euch noch einmal den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und zwar Instant Gaming. Auf Instant Gaming bekommt ihr Games, Guthabenkarten für alle möglichen Plattformen oder auch Apex Coins günstiger. Ich denke jetzt passend zum Season Start ist Instant Gaming eine Seite, die euch ein wenig Geld ersparen kann, da ihr euch somit zum Beispiel den Battle Pass, das Launch Bundle von Alta oder auch irgendetwas im neuen Artefakt-Shop günstiger holen könnt. Wenn ihr an Instant Gaming interessiert seid und euch dort etwas kauft, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es über meinen Link unten in der Videobeschreibung tun würdet, da ihr mich damit auch noch ein wenig supportet. Vielen Dank! Bevor wir nun direkt auf Season 21 zu sprechen kommen, möchte ich wie jede Season auch noch einmal eine Verlosung starten. Diesmal ist diese Verlosung aber nicht vom EA Creator Network gesponsert, sondern von mir selbst finanziert. Das heißt also, dass ich diesmal nicht 3x6700 Coins verlosen kann, da ich einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu habe, aber dennoch werde ich 3x10 € verlosen. Ich dachte mir, dass das für einige sicherlich trotzdem cool ist, da es einigen halt ermöglicht, sich den Battle Pass zu holen, wobei ihr mit den 10 € natürlich auch irgendetwas anderes machen könnt, also ihr seid diesmal halt nicht auf Apex Coins beschränkt. Um daran teilzunehmen, müsst ihr wie immer ein Like auf das Video dalassen, einen Kommentar mit dem Hashtag Verlosung schreiben und natürlich auch Abonnent dieses Kanals hier sein. Ich werde die 3 Gewinner dann im Video am Freitag auslosen und dann mit euch in unserem Discord-Server besprechen, wie ihr die 10 € genau bekommt. Ein Link zu unserem Community-Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Glück. Nun aber zu Season 21 und worüber wir natürlich erst einmal sprechen müssen, ist natürlich wieder so das allgemeine Feeling von den Servern und den Problemen am gestrigen Abend. Und überraschenderweise liefen die Server sogar nahezu perfekt. Ich persönlich hatte jedenfalls keine Probleme und von meinen Zuschauern im Stream oder auch Mates hat sich auch niemand so wirklich beschweren können. Ich hatte zwar ab und an mal ein paar kleinere Lags, aber das waren halt wirklich nur sehr kurze Momente und da bin ich mir sowieso unsicher, ob das nicht einfach nur durch mein Internet kam. Ansonsten gab es dennoch 2 neue Bugs, die mit der neuen Season gekommen sind, und zwar einmal, dass der Rang nicht zurückgesetzt wurde, was aber ein paar Stunden später dann doch noch gemacht wurde, und weiter noch, dass sich Erbstücke immer wieder selbstständig unequipped haben. Das heißt, dass viele Leute ihr Erbstück nach jeder Runde neu equippen mussten, was schon etwas nervig, aber nun auch nicht allzu schlimm ist. Was sonst natürlich noch ein riesiges Thema ist, ist der Solo-Modus. Der Solo-Modus kam ja ebenfalls mit dem Start der Season und wird jetzt für insgesamt 6 Wochen im Spiel sein. Und vom Prinzip her ist dieser Modus echt cool. Es ist zwar echt sehr schwitzig und stressig, aber das ist nun nicht allzu schlimm. Gestern Abend hat bei mir persönlich das Solo-Matchmaking halt nur absolut genervt, denn die Lobbys waren einfach unfassbar verschwitzt. Ich hoffe einfach mal, dass das in den nächsten Tagen noch etwas besser wird, denn ich will mir auf jeden Fall auch die 3k Damage Badge in Solo mitnehmen und die 20 Bomb zumindest mal versuchen. Der Rework von Pokémon ist, finde ich, ebenfalls ganz gut. Es bringt der Map halt echt eine ganze Menge Frische rein und das ist vor allem gut, da Pokémon nun noch nie so wirklich die geilste Map war. Dennoch finde ich, dass der Spot Quarantänezone, welcher denke ich auch so der neue Main Spot von Pokémon ist, etwas unübersichtlich und die Lootverteilung dort auch etwas weird ist. Es stehen halt teilweise irgendwelche großen Gebäude rum, wo man denkt, dass da guter Loot drin sein könnte und dann ist da plötzlich überhaupt gar nichts drinne. Aber das ist halt alles eh nur Gewöhnungssache, also irgendwann weiß man dann sowieso, wo sich alles genau befindet. Ansonsten haben wir natürlich auch noch unsere neue Legende Alta bekommen und ich finde ihre Fähigkeiten echt geil. Mit ihrer taktischen kann man echt einige sehr, sehr geile Plays machen, mit ihrer passiven kann man sich immer mal wieder ziemlich geilen Loot auf sichere Distanz holen, was auch unfassbar geil ist, und mit ihrer Ulti kann man nicht nur sich selbst, sondern sogar auch sein Team in Sicherheit bringen oder sich einfach neu positionieren. Ihre taktische und ultimative Fähigkeit sind halt einfach extrem umfangreich und können für die verschiedensten Plays genutzt werden, was sehr spaßig sein kann. Insgesamt bin ich also schon relativ mit dem Start der Season zufrieden, auch wenn ich gestern echt ein wenig vom Matchmaking genervt war. Ich hoffe also einfach mal, dass das in den nächsten paar Tagen wieder etwas besser wird und dann bin ich auf jeden Fall echt zufrieden mit der Season. Wie dem auch sei, seid ihr jetzt mal dazu gefragt, also was haltet ihr von der Season, und da würde mich vor allem eure Meinung zum Solo-Modus interessieren. Ansonsten habe ich nun aber natürlich noch ein wenig Gameplay für euch am Start, wobei ich sowohl Gameplay im Trio als auch im Solo-Modus für euch habe und ganz am Ende könnte da auf jeden Fall ein Solo-Win bei rumkommen, also es war definitiv sehr knapp. Nun wünsche ich euch also noch ganz viel Spaß mit dem Gameplay. Guck mal, Shark, komm mal her. Geh durch. Oh, das ist schon lustig. Hier! Oh, Digga! Junge! Ab ein. Also, nicht sterben, Shark, ich bin da. Noch einen down. Ja,
Hemlock, Junge. Ich muss noch eine Hemlock am Anfang finden, finde ich. Gegner? Fertig, sagt er. Ich hör's. Ja, der hat was rausgesnackt, wird die Sau. Ah, no, down! Lol. Spitty. Schön. Oh, was? Block. Einer One! Einer P! Bei mir auch! Nein! Letzter bei mir, Schock! Block! Was ist das low? Bitte stirb! Nein! Nein! Oh Gott! Hm? Bei mir Gegner! Oh mein Gott, hier direkt! Ich hab mich verämt, das One-Shot. Ich mach meinen Finisher. Ja, okay. Schade. Warum ist hier kein Schild drinne? Kein Schildkern, hä? Hä? Was passiert? Gegner links von mir. Richtung da. Nur Audio. Ja, da oben. Wingman, Digga, Hilfe. Ich tu mal hier meine Ulti hin. Komm, tick doch mal. Komm mit, wir pushen den. Ich will den cool pushen, hier. Gegner hier, bei mir. Hat er nicht mit gerechnet. Jetzt auch Finisher, komm. Nicht wieder quitten, bitte. Boah, der sieht gut aus. Ja. Kommt ihr her, bitte, hallo? Ja. Ja? Oh Gott, Digga, was ist das denn schon wieder für ein Film? Wir sterben, Shark, du bist da komplett drin. Nein! Ich gehe hier hoch. Alter, hier! Lauber! Nice! Egal. Noch einer fast cracked hier am Reisen, da oben. Oh Gott, ich bin runtergefallen, sind Dulli. Halt, ich kann nicht gehen. Bettet hier. Ich sterbe, Shark, chill. Tu alles in den Sterben. Ich muss mich hier in der Zone kommt. Shark, du musst dich auch gehen. Ich rest danach. Jetzt haben wir keinen Heat-Shit. Der hat gewest! Oh, wie sch... What? Den, nein, nee, hä? Über unter... 40 HP durch Zone hoch. Ey. Ich schwöre dir, ich habe eine Spritze ausgerüstet und habe die Spritze gemacht. Ey, der ist hier noch. Ich won. Nein, ich bin tot. Ach man, ich bin tot.
macht das Looten irgendwie so useless? Wenn alle Waffen schon equipped sind. Ich wollte noch ganz oben, aber es hat nicht ganz so gut geklappt. So, hinten. Ist er schon blauer? Was soll das? Hä? Wie? Hä? Digga, hat das geleckt. Nein. Ach, die droppen nicht mal Deathboxen. Hä, aber wenn die Gegner auch keine Deathboxen droppen, wo soll man dann die ganze Zeit Schilde hernehmen? Gegner. Ist das derselbe? Was soll's? Ja, bitte. Oben oder was? Nice. Jetzt nicht gecheckt zum Glück. Aber Twintium ist echt sau schwer oder nicht, Alter? Ich weiß noch nicht, ob das für Leute wie mich überhaupt machbar ist. Ich weiß ja nicht. Das ist bin. Ich würde sagen, ungefähr auf dem Level. Ja, mein. Ungefähr auf dem Level von einer normalen 20 Bomb. Ja, aber der hat jetzt wieder in die Deathbox getroppt? Ich verstehe es nicht. Achso, das war dann. Ja, okay, dann war das jetzt. Der zweite Tod, wahrscheinlich. Ja, okay, dann macht Sinn. Dann verstehe ich das. Okay. Wo ist der? Wo ist hier noch einer? 100 Pro. Ja, Gegner steht sogar da. Steht sogar da. Gegner in der Nähe unter 50 Meter. Okay, hier. Auf dem Dach, glaube ich. Hoffe ich. Ach, komm. Ach, bitte. Ich kann nicht. Ich verstehe es nicht. Bitte. Junge. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Oh mein Gott, man muss ja wirklich so ganz genau auf diese Scheiße drauf aimen. Genau in diesen Kreis rein. Ich hab's gerade so verkackt. Wieso ist der hier schon? Holy shit. Alter. Bin ich da gestorben jetzt, ey, dann wäre ich aber auch. Bisschen salzig gewesen jetzt, ne? Ist jetzt da Gold eh nicht so krass. Sind denn da groß drauf? Ist gar nichts drauf. Oh, gute Nate, Junge. Mein Aim, Junge. Ich kann wieder benutzen. Ja. Junge. Oh Gott, ich wollte nicht so weit bringen. Eine Lifeline? Yes. Och man. Nicht so clever von ihm da zu pushen. Bitte! Wieso hat er. Junge! Digga! Ja, ich weiß, Red. Ich habe dazu ein Video gemacht. Aufmerksamer Zuschauer anscheinend. Ach Gott. Das hasse ich, wenn du. Ich hab jetzt einen gekillt und der vorher hat auch einen gekillt. Die hatten beide keine. Das war beide deren ersten Leben.
Ja, ein erstes Leben, Digga, ich kann nicht sprechen. Und ich hab halt keine Schilde bekommen. Jetzt. Alter, goldene Flatline. Sterb bitte! Oh mein Gott. Dass ich das überlebt habe, war schon fast weg. Ich push mich sowieso die Horizon wieder aus dem Leben. Was ist denn so? Die hat wahrscheinlich 20 Bomb. Oh mein Gott. Sie geholt. Okay, jetzt bin ich motiviert. Last Typ. Wo ist der? Da unten. Du bist einfach nur Quavern. Du bist Feierabend. Dann war's das. Das ist der epische. Ah. Was ist denn that blue? 70 auf blue. Ja, peek. Oh! Wie random, what the hell? Auf einmal sind alle weggestorben. Ich hole die Horizon einfach, die mich vorher über wegrasiert hat. Und dann ist der letzte einfach nur blue. Lässt sich schon wegquälen. Ja, moin. So unerwartet wirklich. Das war so eine low Runde eigentlich. Aber erster Win.